Egal ob Vollbart oder Dreitagebart, viele Männer tragen einen und das mit Überzeugung. Den Trend gibt's schon länger. Vorgemacht haben es Hollywood-Stars wie George Clooney und Brad Pitt. In Deutschland zogen Thomas Gottschalk und Franz Beckenbauer nach. Und bei Conchita Wurst gehört der Vollbart fest zum Bühnenoutfit. Die Pflege nimmt die Drag Queen selbst in die Hand. Barttrimmer ist ja jeden ein Begriff, das benutze ich auch. Und nachdem mein ganzes Gesicht schon angemalt ist, habe ich nicht verstanden, warum ich beim Bart aufhören sollte. Und da wird einfach auch, wie soll ich sagen, korrigiert und ein bisschen aufgehübscht. Also das ist, so perfekt ist der gar nicht. Haarexperten empfehlen, den Bart jeden Morgen gründlich durchzukämmen und alle paar Tage zu waschen. Und damit der Vollbart so makellos wirkt wie der von Conchita Wurst, hat sie selbst noch einen kleinen Trick parat. Ja, es gibt da einen Geheimtipp, einfach einen breiteren Pinsel und Lidschatten in der entsprechenden Haarfarbe. Genau wie den meisten Bartträgern ist auch Conchita ihre Gesichtswolle lieb und teuer. Doch für einen wohltätigen Zweck würde ihn die Sängerin vielleicht doch abrasieren. Also wenn wir daraus eine Auktion machen und man bietet so und so eine Summe, um die dann irgendwie gemeinnützig und sinnvoll zu spenden, dann könnte ich mir unter Umständen vorstellen, ihn abzurasieren. Aber da sprechen wir von sehr hohen Summen. Wer gerne einen schönen Bart tragen will, aber selbst keine Lust zur Pflege hat, kann es sich auch leicht machen und zu einem Barbier gehen. Man gönnt sich dort eine professionelle Pflege und der Barbier bringt das Gesichtshaar in die passende Form.